Willkommen Leute zu einem ganz kleinen Abo-Special. Da ich in der letzten Zeit extremst beschäftigt war mit diesem Spiel, dachte ich mir, hey, kennt bestimmt kein Arsch oder kennen scheinbar deutlich weniger Leute, als ich es angenommen hätte. Zeige ich es doch mal direkt so. Yeah! Das ist jetzt der große Plan hierbei. Es ist ein Spiel von Bandai Namco. Namco, wie gesagt. Ja, Bandai Namco und Namco. Unter anderem. Ich werde jetzt nicht ruhig sagen, weil ich von dem Lied so ziemlich eh nichts verstehe. Von daher. Ich lasse auch nicht alles davon ablaufen. Ich zeige nur ein bisschen davon. Oh ja. Ja, Katamari Damashi. Oder für die PS3, Katamari Forever. Ja, und ich hing forever an diesem Spiel. Weil ich Idiot gemeint habe, yeah, hol dir doch mal eine Platin-Trophäe. Naja. Das kam dann dabei raus. Das war furchtbar. Anstrengend. Wutausbrüche inklusive. Denn unter anderem ist natürlich eine dieser beliebten Trophäen: Sammle alles! Und sammle alles bedeutet in diesem Spiel: Sammle 4143 Objekte. Worauf ich sehr stolz war, dann mitten in der Nacht noch am Zocken gewesen. Aber seht euch diesen Prachtexemplar des Kuhbären an. Oh ja. Ja. Fand ich toll. Total. Oh Mann. Gut, ich hoffe mal, das Ding da unten nervt gerade nicht. Das Spiel sieht so langsam aus auf dem kleinen Bildschirm. Egal. Wir gehen hier rein und werden es im Katamari Drive spielen. Ich werde die Erklärung hier mal ein bisschen skippen für euch. Katamari Drive heißt das Spiel auf Droge spielen. Es ist so wie ein eingebauter Fast-Forward-Modus. Und hier ist eure Aufgabe. Sucht euch, während ich das Spiel spiele, das seltsamste Objekt raus. Oder erzählt mir, was ihr hier am strangesten gefunden habt. So, wie ihr seht, es ist im Turbo-Modus, deswegen haben wir auch Motorengeräusche. Kommen, sowas muss dazu kommen. Sonst ist das nicht wirklich gut. What the fuck? Ohne Motorengeräusche macht so ein Spiel doch gar keinen Spaß. Also im Prinzip dachte ich mir für dieses Special sowieso grundlegend, zeig doch mal ein paar der seltsamsten Spiele, die du in deinem Besitz hast. Zeig sie doch einfach mal her. Das hier wäre dann eines davon. Ich wollte es mal in Action zeigen. Einfach nur, um euch zu zeigen, wie krank das ist. Wie seltsam es sein kann, was hier so abgeht. So, wir sind mehr als 3 Meter groß, können also schon durch diese Barriere brechen und ein paar Gorillas einsammeln. Oh ja, Gorillas. Natürlich auch nur Autos und ein paar Cardboxen und hier ein paar Leute auf Pegasus-Dingern. Natürlich, ein paar Sumo-Wrestler. Oh Gott. Wenn ich hier jedes einzelne Item vorlesen würde, was ich einsammle, dann wäre ich noch beschäftigt bis Weihnachten und das Spiel wäre schon lange vorbei. Ihr merkt also, es ist strange. Und mein Charakter ist genauso strange wie ich. Er kommt aus dem Dschungel, es ist... Ich glaube, er hieß, glaube ich, sogar Dschungel. Dschungel aus dem Dschungel. Naja, das Spiel ist Englisch. Also, mit englischer... Sprachausgabe ist hier nicht, also eher mit englischem Text. Was meiner Meinung nach kein Problem ist. Ich finde das sehr unterhaltsam. Doch ja. Und wir werden immer größer. Diese Anzeige mit Powerful hat für uns prinzipiell nichts zu bedeuten. Wir wollen einfach nur rollen. Wir rollen alles auf, was da ist. Stecken ab und zu mal fest und dann rollen wir weiter, nachdem wir rausgesprungen sind aus dieser feststeckenden Lage. Ihr werdet bald ein paar Gegenden wieder erkennen. Oder ein paar Objekte, die es hier gibt. Denn das Spiel ist nicht unbedingt in der Welt der Fantasie angelagert, sag ich mal. Ne, es gibt auch Sachen, die es in echt gibt.
gut. Es sind nicht viele und sie machen auch nicht unbedingt immer viel Sinn. Aber, naja, ihr werdet schon sehen, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Ja, denn das hier ist die große Wand von China. Oder die große chinesische Mauer. Die wir natürlich prompt aufsammeln. Ich meine, ich denke nicht, dass die Leute hier noch eine Mauer brauchen, nachdem ich fertig bin mit ihnen. Direkt daneben liegt. Ach ja. Da war ein Cousin von uns drin. Wenn man alles sammeln will, muss man auch die Cousins eingesammelt haben. In jedem Level gibt es ein paar davon und bla. Also es war eine Menge und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Gerade heute, gerade wo ich dieses Special hochlade. 100% im Spiel erlangt. Das war eine Ablenkung ohnegleichen. Also wer weiß oder wer von mir weiß, dass ich sehr viel voraufnehme, der kann sich denken oder kann, ich sage mal, einschätzen, was passiert, wenn ich sage, ich habe kaum mehr aufgenommen. Tja, ja, ich werde damit. Wo zum Teufel ist denn hier noch was? Ich bin jetzt gerade zu blöd, was zu finden. Ah. Da muss ich doch Sachen einsammeln. Sachen einsammeln. Ah, geht doch. So, jetzt steht uns deutlich mehr der Welt zur Verfügung. Oder vielleicht sollte ich sagen, die Welt steht uns zur Verfügung. Oh, ein paar Dinos. Oh, wie süß. Oh, Dinos. Böser Stein. Sammle ich mal ein. Yeah. Ah, aktive Vulkane. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Hier, Regenwald. Meins. Zukünftige Stadt. Oder Stadt aus der Zukunft. Alles meins. Will ich haben. Yeah. Was war das? Ein Ring, ein Wolkenmann. Woo! 2 Kilometer bin ich schon groß. Und es werden stetig mehr. Allein dafür finde ich das Spiel so genial. Oh ja. 2,5 Kilometer groß. Sogar Super-Oktopusse bleiben jetzt an uns kleben. Ich glaube, bei 3 Kilometern werden wir wieder noch ein bisschen größer. Ja. Und jetzt sind die kleinen Inseln weg. Wir haben jetzt ganze Länder. Nordkorea, den Himalaya. All das sammeln wir hier auf. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr Deutschland entdeckt. Für uns Deutschen, also je nachdem, wer es guckt, für uns Deutschen, ist dann Deutschland interessant. Österreich, Schweiz, alles da. Ich glaube, ich habe gerade den Vatikan aufgerollt. Wenn ich mich nicht komplett verlesen habe. Finnland, ja. Finnland ist auch dabei. Also ich kann nur sagen, das Spiel definitiv, wenn nicht das abgedrehteste Spiel, was ich in meinem Besitz habe, dann ist es definitiv dabei. Also ich könnte keine Liste machen, ohne dieses Spiel mit einzubeziehen, wenn es um die bescheuertsten Spiele geht, die ich je, bescheuert im guten Sinne, die ich hier gespielt habe, geht. Also das Spiel muss dann da rein. Ihr seht schon, was jetzt gleich passiert. Wir sind groß genug, um ganze Erdteile hier aufzusammeln. Südafrika. Ja, Südafrika bleibt jetzt gerade an uns kleben. Ah, Singapur. Sydney. Sobald wir richtig groß geworden sind, können wir auch die ganzen Inseln komplett abheben. Ungefähr so. Kanada. Da klebt der Nordpol. Oder die Antarktis, auch gut. China. Was haben wir hier? Oh ja, Brasilien. Und nun sind wir im All und sammeln alle Sterne ein, die wir in diesem Spiel erstellt haben. Ja, denn das Spiel geht darum, alle Sterne wieder zu erstellen. Alle Sterne und ein paar Sonnen. Und ich meine wirklich ein paar Sonnen. Der Typ da in der Hängematte. Auch zeitgleich der Kopf, der die ganze Zeit mit uns redet. Der König des gesamten Kosmos. Ja, ihn gilt es hier aufzusammeln, mitten im Sternenhimmel. Allerdings werden wir erstmal weiterrollen, ohne uns groß um ihn zu kümmern. Hauptsache, wir werden groß. Und sammeln Sonnen ein. Und dann den König. Das ist Katamari, Leute. Das war mein kleines abgedrehtes Special für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht werde ich mal ein paar kleinere Let's Shows machen von Spielen, die ich im Besitz habe, die ein bisschen seltsam sind. Mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.